Und damit herzlich willkommen zurück zu. Ich dachte, das nimmt gar nicht auf. Zurück zu Monster Hunter World. Sag ich schon. Nee, Rise of the. Nee, auf der Xbox. Wir müssen noch ein bisschen weitermachen. Ich habe jetzt übrigens noch. Man sieht ein paar andere Waffen gemacht. Und zwar habe ich mir jetzt noch die. Warte, wo sind sie? Ja, die Doppelbeile gemacht. Jetzt habe ich erstmal alle Waffen im Inventar, die ich quasi aktuell machen kann. Also quasi die drei besten Waffen, oder die drei besten Waffen, in Anführungszeichen, oder die vier, was weiß ich. Also mehr, das Besseres kann ich aktuell nicht machen, was Waffen angeht. Sachen Doppelking. Gibt übrigens ein neues Paket. Hier auf der Xbox. Nennt sich Verkaufsschlager, Spezialpaket 2. Man sieht, was es beinhaltet. Wasserglanzjuwel, Blutlaufjuwel, Lasuritjuwel und 5 Goldeier. Die Goldeier sind übrigens zu verkaufen da. Aber ich werde die in dem Spiel noch nicht verkaufen, weil das, damit warte ich noch ein bisschen. Ich versuche das Geld erstmal zu sammeln, indem ich Quests mache. So, apropos Quests. Honig sammeln, genau. Wir haben übrigens eine dringende Quest vor uns und das wäre dann der Agnosom. Den möchte ich aber aktuell noch nicht machen, ne? Muss mal kurz gucken, ne? Weil ich habe noch ein paar Sachen, die ich gerne machen möchte, bevor ich dies tue. Und zwar habe ich, eigentlich habe ich keine großen Monster mehr vor mir, also. Aber wir werden uns heute mal einer kleinen Sache widmen. Und zwar, ja, die Altarots und Banabras Quest da. Da werde ich auch vorher nicht essen müssen, weil das macht keinen Sinn sonst. Das, beziehungsweise an sich macht das keinen Sinn. Ja, die werden wir auch direkt einfach machen. Ich werde übrigens die Bomben sammeln in dem Falle hier. Weil aktuell habe ich, glaube ich, kaum welche, deswegen. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt gerade besitze, also im Insgesamten. Ich habe jetzt 4 in der Truhe, in meinem Inventar. Das muss ich gerade selber mal gucken, bevor wir weitermachen. Ich besitze gerade mal 6 in der Truhe. Tue ich mal mit rein, genau wie die Blitzbomben. Ich habe hier halt, wie gesagt, in dem Spiel noch nicht so viel, deswegen sammle ich erstmal ein bisschen. Herstellungsliste, ich müsste selber mal gucken, weil ich möchte gerne. Ja, ein paar Giftpilze muss ich noch sammeln, also von daher. Pilze sammeln. Mache ich aber nicht. Das mache ich nur so zwischendurch. Mache ich jetzt nicht direkt, sondern das mache ich so zwischendurch und nebenher. Also von daher. Das sind so Sachen, die macht man halt nebenher mit. Weil das im Endeffekt. Sammeln ist einfach langweilig. Sag ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Wer sammelt schon gerne irgendwo Pilze? Wer sieht sich gerne ein Video an, wo man Pilze sammelt oder sowas im Dreh? Ich muss gerade selber mal gucken, wo ich hier lang muss, um an die Käfer zu kommen, die ich machen muss. Hier ist nämlich einer. Komm her. Kommst du her? Das Problem mit dem Spiel. Das Problem ist es nicht. In dem Spiel ist es zum Beispiel ja so. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fliegen, sage ich jetzt mal, nicht zerplatzen, ist relativ hoch. Im Gegensatz zu, wenn ich so dran. Ich habe letztens Generations gespielt. Vor kurzem. Da war das, wie soll ich sagen? Sehr. Ganz anders. War das ganz anders. Da ist so gut wie jeder jede Fliege zerplatzt, sage ich jetzt mal. Was ja erst einmal, wenn man drüber nachdenkt, jetzt nicht so verkehrt ist, aber wenn man die Viecher looten will, dann ist das natürlich noch was ganz anderes. Ob man die jetzt nun looten will, wollen würde, sei jetzt mal dahingestellt. Aber manchmal haben sie halt eben auch Sachen, die brauchst du halt. Auch im Nachhinein, auch im späteren Spielverlauf. Also von daher ist es manchmal nicht
wichtig, diese halt eben auch sag mal, ganz zu lassen, damit man die looten kann, um bessere Items zu bekommen. Oder die Items überhaupt zu bekommen, oder mehr Items zu bekommen. Wie auch immer. Naja, wie man halt nimmt, wa? So Giftrauchbomben sind halt relativ gut dafür, dass man halt quasi damit entweder ein oder mehrere direkt ausschaltet. Ja, ist eigentlich jetzt auch nicht unbedingt so die schönste Aufgabe, sage ich jetzt mal, weil oder die Aufgabe, die man, wo die Leute wirklich dabei sind, sage ich, ganz dabei sind, sage ich mal. Also ist auch eher so eine langweilige Arbeit, wenn du so willst. Hoppala. So, ich gehe mal hier hoch. Die hat man nicht, ja nicht umsonst, die. Ups. Na, Mensch. Junge. Mach das nicht. Mach das nicht. Du wirst sonst. Dann bitte, geh doch. So. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob ich das Ganze. Wohl erstmal wieder Thema wechseln, ob ich überhaupt in. Irgendwo im Video markieren sollte, dass es halt die Xbox-Fassung ist. Weiß ich gar nicht, ob das irgendwie so relevant und so wichtig ist. Ich meine, zum einen kann man sagen, es ist fair, es ist richtig, weil es ja auch wahr ist. Zum anderen kann man auch sagen, okay, es ist irgendwie, weiß ich nicht, eigentlich unwichtig. Es reicht ja, wenn man zuhört, weiß man es ja, sage ich jetzt mal, wenn man zuhört. Da sind schon drei Giftpilze, sehr schön. Zack. Zack. So, hier muss irgendwo. Genau, hier müssen irgendwo Fliegen sein. Da sind ja welche. Hallo. Die ist auch nahe gefallen. Die auch. Na gut, die sind glaube ich alle jetzt zerfallen, die jetzt hier so sind. Bzw. der eine ist jetzt glaube ich nicht zerfallen, aber. Naja, was willst du machen? Auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die nicht zerfallen hier, als noch in Generations war. Weil in Generations ist ja gefühlt jede, glaube ich, kaputt gegangen, wenn du sie halt eben angegriffen hast. Vor allem, wenn du diese Viecher farmen willst, sag ich mal, da ist es schon unabdingbar. Wie gesagt, habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass du sie vielleicht nicht ein Stück reißt, sag ich jetzt mal. Aber naja. Ich meine, die Menge, was du an Items an sich kriegst, ist hier definitiv höher. Das muss man einfach mal dazu sagen. Auch nach der Quest. Ich habe zum Beispiel gesehen, was ich bei Generations so als Quest-Belohnung kriege. Im Nachhinein. Es ist nicht viel, sagen wir mal so. Gut, es ist viel, sag ich mal, wo dann steht, dreimal das und viermal das. Und hast du nicht gesehen. Oder kann auch neunmal sein, aber. Ich würde behaupten, die Belohnung am Ende, die du am Ende kriegst nach einer Quest, sind definitiv mehr. Deswegen ist hier auch das Farmen oder das, sag ich mal, das Sammeln, wie ich zum Beispiel sage, keine Ahnung. Das Farming von gewissen Items, sag ich jetzt einfach mal, ist dauert definitiv nicht so lange, wie es halt eben noch bei. Anderen Monster Hunter.
Teilen gedauert hat. Oh, die zählen auch, okay. Magne, okay. Aber gut, ich krieg von ihm trotzdem Materialien, auch wenn er manchmal kriege ich von ihm noch Materialien, wenn er gesprengt wurde. Gut. Okay, ist jetzt nicht so schlimm. Und diese Itsushis hier, oder Itsushis sind hier. Doch, Itsushis sind das ja. Der große Variante heißt der große Itsushi. Die nerven ein bisschen, aber sonst aber so. Egal. Wollen wir nicht genau noch reingehen. Ja, wo waren wir denn? Genau. Muss man dich noch hier looten? Die Sushi hier. So. Gucken wir mal. Da liegt wieder was rum. Da fliegt wieder was rum, wollte ich sagen. Also es gibt auf jeden Fall schon viele Unterschiede zu Generations zum Beispiel. Beziehungsweise, wie soll ich sagen, Vereinfachungen, Dingsen. Manche Sachen sind natürlich auch verschlechtert worden. Also, zum Beispiel ganz populär, sage ich jetzt mal, die Content-Menge. Also wenn ich da zum Beispiel sehe, was ich in der ich muss mich gerade wieder sortieren. Was ich in Generations Ultimate an Content hab. Was ich alleine bei Ein-Sterne-Quests. Ein-Sterne-Quest. Also quasi den niedrigsten Low-Rank. Das ist zehnmal so viel, würde ich fast bauen. Gut, nicht zehnmal so viel, doppelt. Das ist mehr als doppelt so viel, was ich hier bei Ein-Sterne-Quests drin habe. Hier habe ich eine Seite. Bei Ein-Sterne-Quests. Und dann sind das nur Sammle dies, das, jenes Quests. Bei Generations zum Beispiel hast du ja schon die ersten. Die Einsteiner-Quest hast du ja schon. Monster, da denkst du dir, what the fuck? Ich glaube, ich werde demnächst mal ein Video dazu machen, wo ich euch mal ein paar Sachen zeige. Beziehungsweise nicht zeige, sondern wo ich mal eine Quest mache. Dann kann ich euch gleich mal mit zeigen, was so die Quest-Auswahl ist in Generations Ultimate. Da habe ich genauso einen frisch angefangenen Spielstand, den ich da verwenden kann. Also von daher muss ich nur gucken, was ich da für eine Quest mache, um das halt auch, damit ich halt nicht kleinen ersten Fail-Part draus mache, wenn ihr versteht, was ich meine. Mal gucken. Seilkäfer habe ich auch hingesetzt, platziert. Oh, das war's schon. Na, mal gucken. Was ich mit dem, was ich hier am Ende bekomme, machen kann. So, übrigens, meine Klingen sind auch gerade sehr mitgenommen. Sie sind, glaube ich, noch im grünen Bereich, aber nur ganz, ganz leicht im grünen Bereich. Aber naja. Das ist auch so ein Ding, was hier ganz anders ist. Wetzsteine. Hast du ja in Rise unendlich.
Generations Ultimate musstest du sie noch sammeln. Du hattest eine gewisse Anzahl. Und, dann gab es ja noch die Möglichkeit, Mini-Wettsteine zu haben. Die kriegst du, du hast du erst in jeder. Zumindest an den, in den Anfangsquests hast du ja immer auch in, jeder, in der Truhe halt so, so Mini-Wettsteine bekommen und so weiter. Das brauchst du hier alles auch gar nicht mehr. Ja, das ist schon. Guck, das ist das an. Nach so einer Mini-Quest sowas hier zu bekommen, ist schon. Hut ab. Die Frage ist: Brauchst du das wirklich alles in dem Sinne? Oder ist das einfach nur, keine Ahnung, leichter gemacht für Leute, die halt eben frisch mit dem Spiel anfangen? Ich weiß es ja nicht. Ja, das ist halt auf jeden Fall, es ist viel einsteigerfreundlicher für Leute, halt, die halt quasi frisch mit dem Spiel anfangen, sage ich jetzt mal. Aber ich muss sagen, es gibt Sachen, die ich besser finde, es gibt aber auch Sachen, die ich schlechter finde. Also, wie gesagt, zum Beispiel die Content-Menge habe ich ja schon mal mehrfach angemerkt. Das sind jetzt zwar bloß die Dorfquests hier, aber die gibt es ja generell, glaube ich, auch in einer. Sowas ähnliches gibt es ja auch in Generations, nur halt eben auch weit mehr. Ja, du hast du zwar auch so Sachen wie, ich sammle das und das. Das hast du dort natürlich auch. Und solche kleinen Sachen hier. Jage 8 oder 10 davon oder was auch immer. Hast du natürlich dann auch gehabt. Allerdings hast du auch schon ein Sterne-Quest gehabt, wo du halt eben schon eben eine große Variante von einem von so einem kleinen Vieh besiegen musst. In dem Fall wäre es ein großes Jagdgras oder so ähnliches. Hast du auch schon in ein Sterne-Quest gehabt. Ich meine, man ist relativ frühzeitig an die großen Monster, man wurde recht frühzeitig an die großen Monster gewöhnt, damit man weiß, okay, womit man es hier zu tun hat. Verstehst du, was ich meine? Hier wird man ganz langsam an die großen Monster gewöhnt, sage ich jetzt mal, indem man sagt, okay, pass auf, hier gibt es dann 2-Sterne-Quest, da hast du dann hier 1, 2, 3, 4... 4 Monster von 8 Quests, also quasi die Hälfte davon, 50% an großen Monstern, der Rest ist eigentlich dann wieder nur, brauchen wir es nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie man es nimmt, wa? Ja, das ist die Content-Menge ist, was ich genau, wo ich sage, das ist schlechter geworden, das bin ich ganz ehrlich, aber sonst hat Monster Hunter Rise in vielen Belangen halt einiges besser gemacht auch. Allein die Einsteigerfreundlichkeit ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Auf jeden Fall war es das hier von dem Part. Dann sehen wir uns dann das nächste Mal. Ich denke mal, wir werden uns nächstes Mal. Ich weiß es noch nicht, wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.